So, es ist 13.03 Uhr. Wir sind bei unserem vorletzten Themenblock heute angekommen. In den nächsten 1,5 Stunden geht es um die Studiengänge der Fakultät Angewandte und Computer- und Biowissenschaften. Diese Fakultät fasst ganz viele verschiedene Studiengänge zusammen und deswegen haben wir das nochmal unterteilt. Jetzt im ersten Block geht es um die drei Studiengänge. Ihr habt es gerade schon gelesen: Angewandte Informatik mit den Vertiefungsrichtungen IT-Sicherheits- und Softwareentwicklung, Applied Mathematics und Medieninformatik und interaktives Entertainment. Und dafür sind wir jetzt zugeschaltet. Professor Dirk Pawlawczyk vom Studiengang Angewandte Informatik, Professor Christian Schneider vom Studiengang Applied Mathematics und Professor Alexander Marbach vom Studiengang Medieninformatik und interaktives Entertainment. Hallo zusammen. Hallo. Sehr gut, Sie können mich alle hören. Perfekt. Wir beginnen mit der angewandten Informatik und Professor Pawlawczyk. Wenn Sie uns einmal den Unterschied erklären könnten, ich kann ja an einer Universität Informatik studieren, das gibt es ja relativ häufig. Was ist denn jetzt der Unterschied zwischen der Informatik und der angewandten Informatik und insbesondere der angewandten Informatik in Mittweida? Ja, also die angewandte Informatik in Mittweida ist sicherlich ein Alleinstellungsmerkmal oder hat ein Alleinstellungsmerkmal darin, dass wir hier zwei Studienrichtungen anbieten, die sehr praxisorientiert sind. Die eine Studienrichtung eben die Softwareentwicklung, wo wir also ganz klar auf den Bereich Programmieren fokussieren. Und die zweite Studienrichtung, die in Mitteldeutschland derzeit wahrscheinlich das einzige vergleichbare, also das einzige Studienangebot im Bereich IT-Sicherheit bietet als Bachelor-Studiengang. Und bei beiden Studiengängen ist es so, dass wir von vornherein einer sehr praxisorientierten, praxisnahen Ausbildung interessiert sind. Das heißt, wenn ich über die IT-Sicherheit zum Beispiel rede, dann heißt das, dass wir beispielsweise von vornherein und auch schon im ersten Semester damit beginnen, Dinge auch praktisch auszuprobieren in den Praktika. Beispielsweise, indem wir unseren eigenen Trojaner bauen oder indem wir versuchen, ein Computersystem zu hacken und ähnliches. Und dieser sehr praxisnahe Fokus, den finden Sie wahrscheinlich an der Universität in dem Sinne nicht. Okay, vielen Dank. Sie haben die beiden Vertiefungsrichtungen eben schon mal angesprochen, IT-Sicherheit und Softwareentwicklung. In den Namen steckt es zwar schon ein Stück weit drin, aber vielleicht können Sie die inhaltlich noch mal so ein bisschen auseinanderklamüsern, was womit beschäftigt sich die eine Vertiefungsrichtung, womit die andere? Also zur Softwaretechnik vielleicht so viel. Der Studiengang selber ist ja ein Vollzeitstudiengang. Das heißt, wir haben ein Angebot, das sich über 3 Jahre oder 6 Semester erstreckt. Und natürlich handelt es sich bei dem Studiengang um einen bodenständigen Informatikstudiengang. Das heißt, wir haben die von der Gesellschaft für Informatik empfohlen ja, Grundlagenmodule natürlich integriert. Und wir beginnen aber schon bereits ab dem ersten Semester eben auch die fachspezifische Ausbildung in den jeweiligen Vertiefungen. Dazu gehört bei der Softwaretechnik eben, dass wir verschiedene Programmiersprachen einführen. Die Standardausbildungssprache bei uns ist erstmal Java, dann kommen aber auch Skriptsprachen dazu, wie beispielsweise Python. Und man kann auch ja, in der Windows-Welt beispielsweise C Sharp belegen als Sprache. Darüber hinaus haben wir bei den Softwaretechnikern, legen wir viel Wert auch auf das ingenieurmäßige Vorgehen. Deswegen haben wir auch Softwaretechnikmodule integriert in das Curriculum. Bei der IT-Sicherheit starten wir bereits im ersten Semester mit so einer Grundlagenveranstaltung, Grundlagen-IT-Sicherheit. In den höheren Semestern kommen dann spezielle Module und Vertiefungen zu den Themengebieten Datenschutz, Sicherheitsmanagement, Virentechnologien beispielsweise, aber auch Administration von Netzwerken, Abwehr von IT-Angriffen etc. Okay, vielen Dank. Sie haben schon eine Frage beantwortet, die mir in der Beratung immer sehr häufig gestellt wird, nämlich die Frage nach den Programmiersprachen. Sind das in der Vertiefungsrichtung IT-Sicherheit die gleichen Programmiersprachen wie bei den Softwareentwicklern auch? Prinzipiell ist es so, dass wir in die ähnliche Programmierung, ja, wobei die Softwareentwickler in der Regel in ihrem Curriculum mehr Wahlmöglichkeiten haben. Es steht natürlich auch jemanden, der sich für die IT-Sicherheit entschieden hat, frei noch zusätzliche Programmierkurse zu belegen. Aber im Curriculum ist ja nicht ganz so viel Spielraum. Aber die Möglichkeit, immer das als zusätzlichen Kurs noch zu belegen, wenn man sagt, okay, die Sprache möchte ich mir nochmal angucken, das ist überhaupt kein Problem. Das geht jederzeit.
Sie haben am Anfang schon erwähnt, dass auch dass gerade bei unserem Informatikstudium gegenüber der Uni eben auch der Praxisteil sehr hoch ist. Praxis in der Informatik stelle ich mir dann als Programmieren vor. Vielleicht können Sie dazu noch mal ein bisschen was sagen und vielleicht auch mal ein praktisches Beispiel bringen, was die Studis vielleicht im Studium selber zustande bringen können, dann vielleicht auch in den höheren Semestern. Also wir haben tatsächlich Programmierpraktika wöchentlich in der Regel im normalen Studienbetrieb. Das zieht sich über die ersten ein, zwei Semester. Darüber hinaus haben wir begleitend eben viele praktische Einheiten. Wenn wir jetzt die IT-Sicherheit anschauen, da geht es darum, dass wir zum Beispiel auch Technologien oder Angriffe nachempfinden. Wir arbeiten mit verschiedensten Werkzeugen und Tools, meistens mit virtualisierten Umgebungen, um eben zum Beispiel Verteidigungsmechanismen, aber auch Angriffsszenarien auszuprobieren. Das heißt, hier werden auch sehr viele interessante Tools eingesetzt. Wenn wir jetzt mal bei der IT-Sicherheit gucken, dort haben wir das Berufsfeld des Penetration-Testers, also jemand, der professionell Software und Hardware auf Schwachstellen hin untersucht. Und entsprechend machen wir das auch mit den Studierenden in solchen Projekten, dass wir sagen, okay, sie müssen jetzt versuchen, zum Beispiel mal ein System zu hacken und können dann natürlich auch ein bisschen angeleitet, aber im Wesentlichen selbstständig versuchen, jetzt hier einen Zugriff auf das System zu kriegen, eine Schwachstelle zu finden. Und insofern ist der Kreativität da viel Platz gelassen und jeder kann sich da ausprobieren. Und wir legen da sehr viel Wert drauf, dass die Studenten nämlich es selbst mal getan haben, weil sie es dann auch wesentlich besser verstehen, als wenn wir nur theoretisch darüber reden, was zum Beispiel eine SQL Injection ist oder ein Buffer Overflow Angriff. Okay, vielen Dank. Eine abschließende Frage an Sie. Voraussetzung fürs Studium. Man hat ja teilweise die Möglichkeit, auch die Informatik abzuwählen oder viele Schulen oder einige Schulen sind da auch noch nicht so schwerpunktmäßig unterwegs. Was muss ich denn fürs Studium mitbringen? Der Studiengang prinzipiell ist ja zulassungsfrei, aber was haben Sie vielleicht noch für eine persönliche Empfehlung, was man ins Studium mitbringen sollte? Also wir haben quasi dieses erste Fachsemester im Studium ist so als Anpassungssemester gedacht. Das heißt, wir wissen schon, dass wir eine sehr heterogene Struktur teilweise haben. Deswegen gerade in den Grundlagenmodulen gehen wir von relativ wenigen Wissen im Bereich der Informatik aus. Also man muss keinen Informatik-Leistungskurs besucht haben. Das wird dann aber in den höheren Semestern schon ein bisschen anspruchsvoller. Das heißt aber, dass es eigentlich mit einem normalen Abitur sollte man in der Lage sein, hier den Einstieg zu finden. Wobei es für diejenigen natürlich von Vorteil ist, die vielleicht einen Mathe-Leistungskurs besucht haben oder in Informatik zumindest als Kurs bis zur 12. Klasse belegt haben. Das ist auf jeden Fall vom Vorteil. Die haben gerade am Anfang natürlich einen kleinen Vorteil den anderen gegenüber, aber das kann man, bin ich mir sicher, auch wieder aufholen mit entsprechend Fleiß und Engagement. Okay, da kommen sicherlich auch wieder unsere kleinen Studiengruppen der ganzen Sache zugute, dass man sich untereinander dort weiterhilft und vielleicht auch der Professor oder die Professorin dort noch ein bisschen gezielter drauf eingehen kann. Vielen Dank erstmal bis hierhin. Professor Schneider, mit Ihnen möchte ich mich ein bisschen über den Studiengang Applied Mathematics, zu Deutsch angewandte Mathematik, unterhalten. Wir haben es heute im Livestream schon mal gesprochen, dass ich jetzt in Mathe nicht die hellste Leuchte war. Führen Sie mich doch mal bitte in das Thema der angewandten Mathematik, ähnlich wie eben bei der Informatik auch, mal bitte ein bisschen ein. Was behandelt der Studiengang und was bedeutet dieses ganze Thema der angewandten Mathematik als Studium? Ja, Mathematik ist natürlich ein breit gefächertes Feld. In der immer technologisierten, in der wir leben, ist mathematische Technologie oder mathematisches Wissen auch immer wichtiger in Anwendungen. Der Studiengang ist so konzipiert, oder die Studiengänge, wir haben also einen Grundstudien, Bachelor und ein konsekutives Masterstudium, die sind so angelegt, dass man eben einen Einstieg in die Mathematik, in die Grundlagen findet. Man braucht in Mathematik immer viele Grundlagen, die man aus der Schule nicht findet. Das im Studium ist inhaltlich auch ähnlich zu der Thematik, die man bereits in der Schule abdeckt.
nur dass der Zugang, der gewählt wird, doch ein anderer ist. Man lernt irgendwann, wenn man Mathematik ernst betreibt, dass Mathematik wenig mit Rechnen zu tun hat. In der Mathematik geht es eigentlich mehr darum, Rechnen zu vermeiden. Es geht eigentlich mehr um strukturiertes Denken und logisches Denken. In den Studiengängen von uns speziell ist es so, ist sicherlich unser Augenmerk darauf, auch dass wir einen Anwendungsbezug suchen zu Unternehmen hin. Wir haben also im Curriculum festgehalten, dass nach den ersten Semestern, in denen man eigentlich die Grundlagen oder so das Handwerkszeug, das Mathematische lernt, man möglichst seine Abschlussarbeit auch kooperativ mit der Industrie verfasst, um da auch gleich in Unternehmen Fuß zu fassen. Von daher ist die Ausrichtung sicher irgendwo industrielastiger. Sie ist aber an sich ist es aber durchaus ein solides Mathematikstudium, das man auch sicher braucht. Ein Alleinstellungsmerkmal von unseren Studiengängen ist, dass sie englischsprachig sind. Wir waren da auch deutschlandweit die Ersten. Wir sind auch dadurch so aufgestellt, dass die Studierenden aus aller Herren Länder kommen, dass die Verteilung ein bisschen anders ist im Bachelor- und Masterstudiengang. Wir haben durchaus gut besuchte Studiengänge und sicherlich ist da auch so die Querschnittsaufgabe interkulturelle Kompetenz auch ein Merkmal, das wir uns auf die Fahnen schreiben können. Das ist sicher sehr schön und schaut eigentlich, und dieser Aspekt der Internationalisierung nimmt den Studierenden eigentlich irgendwo die Angst davon, die große weite Welt im Anschluss an das Studium zu entdecken. Also das sind sicher unsere Charakteristika, die uns auszeichnen. Wir sind zusätzlich auch in Sachsen, also in der Region, der einzige oder die einzigen Mathematikstudiengänge an HWs, also an Hochschulen für angewandte Wissenschaften. Also das ist sicher auch noch ein Alleinstellungsmerkmal. Bei unserem Studiengang quasi studiere angewandte Mathematik auf Englisch, kann ich also auch bei den Global Playern sozusagen tätig werden, eben durch auch diese Ausbildung in englischer Sprache. Klar, und davon muss man auch keine Angst haben. Auch die Global Player können nur mit Wasser kochen. Also rüstet einen, glaube ich, das Englisch ganz gut. Man muss auch vor dem Englisch eigentlich keine Angst haben. Mittlerweile ist die Erfahrung, die wir so gesammelt haben, eigentlich die, dass das Englisch, dass unsere Studienanfänger haben, wesentlich besser ist als das Englisch, was wir damals hatten, als wir aus der Schule kamen. Und diese Sprachhürde ist eigentlich keine wirkliche Hürde mehr. Und das ist eigentlich wirklich eine Chance, einmal sich auch ein entsprechendes Fachvokabular in der internationalen dominierenden Fachsprache, also auf Englisch, anzueignen. Und damit sind wir eigentlich fit für die große, weite Welt, ja. Sie haben es erwähnt, dass Mathematik vielleicht eher weniger mit Rechnen, sondern mit strukturiertem Denken zu tun hat. Vielleicht können Sie uns ein ganz praktisches Beispiel mal nennen, wo wir vielleicht auch speziell in Ihrem Forschungsbereich oder auch aus der aktuellen Nachrichtenlage angewandte Mathematik live erleben können, wo jeder von uns sozusagen damit zu tun hat? Das ist jetzt natürlich schwierig, da ein Beispiel aus der ganzen Vielfalt von Anwendungen zu suchen, aber ich mag Ihnen vielleicht eins sagen, also wenn Sie mit Ihrer EC-Karte
zahlen an der Supermarktkasse. Und dann ist es ganz wichtig, dass diese Daten, die dabei übermittelt sind, auch nicht von jemandem anderen ausgelesen werden können, sonst hätte diese Person ja alle ihre Zugriffsinformationen auf ihr Konto. Das wollen sie nicht haben. Das heißt, sie müssen verschlüsselt werden, diese Daten. Und das funktioniert mit sehr cleveren mathematischen Tricks beispielsweise. Das sind eigentlich algebraische Strukturen, die kann man sich ein paar Stunden überlegen, die aber so clever sind, dass sie heutzutage aus dem Alltag nicht mehr herauszudenken sind. Und diese gleiche Technik, die praktisch die EC-Karte an der Kasse verschlüsselt, verschlüsselt ihre Nachrichten auf Text-Messengern, ja, auf WhatsApp, wenn sie End-zu-End-Verschlüsselung haben und so weiter. Und das sind natürlich alles große Anwendungsgebiete. Große Anwendungsgebiete haben sie auch immer mehr in der künstlichen Intelligenz, im maschinellen Lernen, wenn sie nur denken an das autonome Fahren. Wenn sie also gut betucht sind und so einen 9-7er BMW fahren, der mittlerweile in der im Parkhaus eigenständig den Weg zum Herrn findet und sich Besitzerin oder Besitzer findet und sich also ein- und ausparken kann selbstständig im Parkhaus, dann stecken dahinter sehr clevere mathematische Algorithmen. Und die Grundlagen von diesen Techniken lernt man bei uns und in der praxisnahen Vertiefung im Unternehmen fängt man dann tatsächlich auch an, je nachdem welches Unternehmen man halt sich aussucht, an solchen Projekten mitzuarbeiten, die eben diese Technik weiterentwickeln. Okay, vielen Dank erstmal an Sie, Professor Schneider, bis hierhin. Mhm. Professor Marbach, wir kommen jetzt zur Medieninformatik und zum interaktiven Entertainment. Der Studiengang hat ja auch einen recht langen Namen, eben diese beiden Begrifflichkeiten. Vielleicht können Sie uns die mal zu Beginn ganz kurz erläutern und uns erklären, warum diese beiden Begriffe sozusagen in einem Studiengang vereint sind. Professor Marbach, ich habe Sie hier im Studio nicht gehört, aber ich bin mir sicher, zu Hause hat man Sie gehört, deswegen weiß ich jetzt nicht ganz genau, was Sie gesagt haben. Wir tun aber so, als wäre nichts und machen einfach weiter. Auch im Studiengang Medieninformatik gibt es, wie heute schon vielfach besprochen, zwei Vertiefungsrichtungen. Vielleicht können Sie auf die auch noch mal ein bisschen genauer eingehen und auch, was man in der jeweiligen Vertiefung vielleicht für Interessen und vielleicht auch Kompetenzen mitbringen könnte. Okay, ich höre gerade, es kommt kein Ton von Ihnen zurzeit an, Professor Marbach. Wir arbeiten aber an dem Problem. Vielleicht können wir Sie noch mal zuschalten. Dann würde ich sagen, wir überbrücken mal ganz galant bis dahin mit ein paar Fragen zu den Studiengängen bisher, nämlich zu der angewandten Informatik und Applied Mathematics. Moni, haben wir dazu schon was? Ja, ich habe eine Frage an Professor Pawlawczyk und die kommt von Stefan, der gern wissen möchte, wenn er IT-Sicherheit bei uns als Vertiefung studiert, wo er dann wirklich arbeiten kann, denn er möchte nicht den ganzen Tag am Rechner sitzen. Haben Sie da einen Tipp für ihn? Das ist eine gute Frage. Also es ist so, wir haben ja sowieso planmäßig im 5. Semester ein Praktikum und vorzugsweise wird das von den meisten Studenten im Unternehmen gemacht. Wir haben enge Kontakte, insbesondere auch zu Behörden und auch zu Polizeien und staatlichen Organisationen, aber eben auch zu Unternehmen, Unternehmensberatungen.
die sich darauf spezialisiert haben, so Beratung im Bereich Security zu machen, beziehungsweise die dabei sind, beispielsweise, wir haben ja ein Thema Sicherheitsmanagement, Auditoren suchen, die dann Audits bei den Kunden durchführen. Und das ist sicherlich ein sehr spannender und abwechslungsreicher Job. Da sind Sie auch viel unterwegs, wenn Sie das wollen, und können dann direkt beim Kunden vor Ort ja, quasi den beraten, das mit durchführen. Und wir haben eben auch die klassischen Entwicklerjobs, auch im Bereich der IT-Sicherheit. Das ist so, wir haben jetzt gerade erst wieder in Freital die Ansiedlung des BSI mit einer Außenstelle. Wenn Sie mal so die Stellenanzeigen lesen, die suchen sehr viele Leute, auch gerade im Bereich IT-Security. Wir haben zu den LKA, also zu den Landeskriminalämtern und aber auch zu privaten Sicherheitsfirmen gute Kontakte. Da gibt es eigentlich sehr, sehr viele spannende Geschichten. Und auch im klassischen Automobilbereich beispielsweise oder im Maschinenbau, dort spielt das Thema Sicherheit zunehmend eine Rolle. Das heißt, dort muss oder sind Leute gefragt, die eben auch die Softwaresicherheit sicherstellen können. Und auch da gibt es ganz interessante Betätigungsfelder. Und auch hier ist es dann so, dass sie dann interdisziplinär zusammenarbeiten mit anderen, mit Ingenieuren aus anderen Bereichen, um dann gemeinsam ein Produkt zu konzipieren. Und das ist häufig dann eben nicht nur reine Programmierarbeit, sondern da muss man sich mit den anderen absprechen und Konzepte entwickeln. Sie sitzen also nicht die ganze Zeit vorm Rechner. Bevor es mit den Fragen weitergeht, haben wir grünes Licht für die Leitung zu Professor Marbach. Professor Da bin ich Marbach, ja sehr können Sie mich jetzt gespannt. hören? Ich höre dich die ganze Zeit. Die Frage ist, kannst du mich hören? Jetzt höre ich dich. Jawohl, Sehr wunderbar. schön. Ein Traum, die Technik. Super, nochmal, die Leitung ist eingefroren. Wir gehen da einfach drüber weg. Problem. Wir kommen nochmal zur ersten Frage zurück, weil ich jetzt wirklich nicht weiß, ob man die jetzt im World Wide Web gehört hat. Die beiden Begriffe Medieninformatik und interaktives Entertainment. Kannst du uns die bitte mal kurz erläutern und erklären, warum man das in einem Studiengang sozusagen zusammenführt? Nee, kann ich nicht. Doch, klar. Die große Schwierigkeit hat mich am Anfang auch erwischt. Dachte, hä, ein Studiengang, dessen Beschreibung länger ist als vielleicht der Inhalt. Was ist da los? Das Ding ist, es ist tatsächlich notwendig und es trägt dem, was man in diesem Studiengang macht, tatsächlich auch sehr, sehr gut Rechnung, weil es ist eben nicht nur Medien, auch nicht nur Informatik, sondern es bezieht sich auf das Programmieren und das Erstellen interaktiver Inhalte für Unterhaltung. Und das ist tatsächlich das, was diesen Studiengang wahnsinnig spannend macht. Wir haben zwei große Teilbereiche, für die man sich dann auch stückweise entscheiden kann, wenn man das studiert. Den Bereich Informatics Applications, der also einen deutlich programmierlastigeren Einschlag hat, und den Bereich Creative Content Design. Das sind die zwei Spezialisierungsrichtungen. Und dort bekommt man dann entsprechend seiner Wahl auch passend die Module. Das heißt nicht, dass man nicht auch in die anderen Bereiche reinschnuppern muss. Also der Studiengang heißt immer noch Medieninformatik. Also man wird sowohl mit Medien als auch mit der Informatik konfrontiert. Aber wir haben einen sehr starken Fokus, insbesondere auf Games und Game Development, weil das ist, glaube ich, meines Erachtens nach die Königsklasse, was interaktives Entertainment angeht. Also ist der Studiengang sozusagen ein handfester Informatikstudiengang, aber mit einem großen kreativen Input, wenn man das mitbringt, ja? Darauf würde ich mit einem entschiedenen vielleicht antworten. Ich glaube, ein handfester Informatikstudiengang suggeriert, dass man ausschließlich programmiert. Hier ist es tatsächlich so, jeder muss programmieren, ja, das ist Fakt. Aber wir versuchen es auf das zu bringen, was es für das interaktive Entertainment notwendig macht. Das heißt, wir werden sehr, sehr viel mit Engines arbeiten. Wir werden sehr viel Implementation von Spielen, von Game Assets, von Datenbanken, auch von Webseiten. Web Development ist eine große Geschichte dabei haben. Also man wird Informatik anfassen, ja, aber man kann aus diesem Studiengang als VFX Artist, als Tech Artist, als Animator, als Game Designer rausgehen. Wir haben 3 Semester lang das Modul Game Design in allen möglichen Anwendungsformen. Also Informatik ja, aber erwartet kein Informatikstudium. Das ist dort oder ist bei uns ein notwendiges Handwerkszeug, wird aber nur für diejenigen, die sich explizit dafür entscheiden, also für die Informatics Application Studierenden, wird das dann auch später der berufliche Fokus werden.
Okay, wir haben eben schon gehört, die Königsdisziplin des interaktiven Entertainments, das Game Development oder Games an sich sozusagen. Wie spielt denn das im Studium eine Rolle? Also wie kommen die Studierenden dann mit Games in Berührung und was ist dann so das Ziel am Ende des Studiums? Was sollen die oder können die dann am Ende? Games. Games ist meins. Ich bin hier auch der Professor für Creative Content Design und es ist mir so ans Herz gewachsen, auch in diesem Studiengang, dass wir es quasi gar nicht mehr loswerden. Das heißt, mich wird man jetzt glücklicherweise auch nicht mehr los. Alles im Bereich Game Design passiert über das komplette Studium hinweg. Das heißt, wir fangen im ersten Semester schon damit an, uns mit Spielen auseinanderzusetzen, dort, weil ich aber mal davon ausgehe, dass die wenigsten schon konkrete Erfahrungen im Spiele erstellen auf digitaler Ebene haben, werden wir das analog machen. Das heißt, unsere Erstsemestler werden in Teams arbeiten lernen müssen, weil Projektmanagement, Projektkommunikation eines der größten Dinge ist, die wir im Studium haben, wird dort erlernt anhand der Tatsache, dass man ein Brettspiel oder ein Kartenspiel oder ein anderes gruppenfähiges analoges Spiel baut. Das ist jetzt in Zeiten von Corona natürlich besonders spannend, aber wir finden auch da dann wieder Wege. Wir haben also digitale, virtuelle Playtests gemacht mit Brettspielen, die dann auf Webseiten für eben solche Sachen, also Tabletop Top Simulator, Roll20 und so weiter gelaufen sind. Macht auch einen Riesenspaß, sich da mit den neuen Herausforderungen auseinanderzusetzen. Und das geht dann weiter über die Theorie des Game Designs, angewandtes Game Design hin zu Game Development, wo der komplette Jahrgang des Studiengangs Medieninformatik, also alle im Schnitt zwischen, ja, ich sag mal 60 bis 100 Studierenden damit beschäftigt ist, ein einziges Spiel zu bauen. Und das ist eine Herausforderung. Jeder, der schon mal in einem Team größer 6 gearbeitet hat, der weiß, was das bedeutet, wenn man plötzlich 60 Leute organisieren muss. Das ist ein Riesenhazard, insbesondere für ein Semester bis maximal 2 Semester, die dieses Projekt jetzt geht. Aber das ist ein unglaubliches Lernfeld, also der praktische Ansatz. Große Spielestudios, auch in Deutschland, arbeiten natürlich mit kleineren Teams, die da in der Hinsicht viel zusammen erstellen müssen und Kommunikation ist da oberstes Gebot. Also es macht einen Riesenspaß und das geht bis zum 5. Semester, wo wir die Studierenden danach dann im 6. ins Praktikum und die Bachelorarbeit entlassen. Okay, Medieninformatik haben wir ja schon besprochen, ist zum einen Informatik, aber zum anderen eben auch Medien. Was bekomme ich denn noch für Handwerkszeug außenrum mit dazu? Also zum Beispiel muss so ein Game ja vielleicht auch vermarktet werden etc. Was ist da im Studiengang vorgesehen und wie äußert sich das vielleicht auch wieder praktisch, gerade hinsichtlich der Präsentation der fertigen Spiele etc.? Das ist sehr spannend. Du sprichst da auch auf ein bestimmtes Teil an. Unser großes Spiel zum Beispiel im 5. Semester wird an einem expliziten Präsentationstag, der Beta, präsentiert. Das wird jetzt auch direkt am 4. Februar, wird es auch auf Twitch gestreamt werden, wo wir das Semesterprojekt, also dieses große Abschlussprojekt, was das ganze Matrikel macht, präsentieren werden. Und der komplette Tag wird von den Studierenden selbst in einem Event-Management-Team organisiert, strukturiert. Das heißt, es gab im Vorfeld oder gibt es immer noch Social-Media-Auftritte für dieses Projekt. Das Geld muss rangeholt werden, Sponsoring muss gemacht werden, eine Mappe, Bewerbung, Speaker müssen rangeholt werden. Wir haben super spannende Speaker dabei gehabt schon von Kai Bodensieg, einem der Anwälte, die dafür gesorgt haben, dass Computerspiele als Kunstwerke auch die Sozialadäquanzklausel erhalten. Das heißt, dass wir sozialkritische bzw. sehr spannende geschichtliche Themen aufarbeiten dürfen in Spielen, dass das nicht mehr tabu ist. Bis hin zu Publishern, dem Chef von Game Bundesverband und so weiter, sind alle auch schon bei uns gewesen. Und das muss organisiert werden. Das heißt, die Studierenden müssen lernen, Eventmanagement, Projektmanagement zu machen. Und das lernen sie nicht nur für Games-Projekte, also wer im Bereich Informatik, eher für andere interaktive Projekte, also zum Beispiel Webangebote, Webanwendungen, andere Anwendungen sich interessiert, kommt da voll auf seine Kosten. In den Semestern 4 und 5 gibt es konkrete, immer wieder neue Wirtschaftsprojekte, auch mit Wirtschaftspartnern von außerhalb, also von der Nvidia, Telekom, Siemens hatten wir einige schon da, die dann mit uns gemeinsam studentische Projekte machen. Und auch da muss ich natürlich lernen zu kommunizieren, mit dem Kunden das sauber alles einzutakten und dann ein Wirtschaftsprojekt umzusetzen. Und da gehört natürlich auch Verstehen, Werben, Vermarkten und so weiter mit dazu.
Okay, du hast es schon gesagt, dass auch Branchenkontakte eine große Rolle spielen im Studium. Wie kann der Student oder die Studentin davon am Ende profitieren und an welchen Stellen kommt man vielleicht im Studium wirklich auch mit Branchenvertreterinnen und Vertretern in Kontakt? Das ist sehr spannend. Unsere Studierenden sind wahnsinnig aktiv. Also die Medieninformatik ist ein geschlossener, großartiger Haufen. Und die organisieren zum einen selbst eine Vorstufe zu unserem großen Projekt, was wir im vierten und fünften Semester halt durchziehen. Sehr, sehr viele eigene, kleine, interne Abende. Und dort laden wir über unsere Beziehung, also die der Professoren und die von ehemaligen Studierenden, auch immer wieder Speaker ein für kleine interne Projekte, für Workshops, für Talks. Jetzt hatten wir Lead Game Designer von King Art bei uns. Wir hatten ehemalige Studierende, die bei Ubisoft arbeiten, die dort ein bisschen was erzählen können. Wir haben eigene Ausgründungen von Studierenden, ehemaligen von Alumnis, die jetzt gekommen sind, was erzählt haben. Game Designer aus der Branche, die jahrzehntelange Erfahrung mitgebracht haben, haben bei uns schon auf der Alpha, so heißt dieses Event, gesprochen. Da kann man natürlich in den absolut nahesten Kontakt zu diesen Leuten treten und Direktverbindungen knüpfen. Ansonsten leiten wir natürlich in der Beta über die Speaker auch gern in Praktika weiter. Wir haben jetzt, das kann ich mit Fug und Recht behaupten, in fast jedem großen deutschen Spielestudio einen Studierenden von Midweider entweder noch sitzen, also wir infiltrieren sie alle, oder werden hoffentlich bald noch einen dort reinbekommen. Das ist nicht, es fehlen wirklich nicht mehr viele große Spielestudios. Und von daher ist das Netzwerk wird stetig größer und durch den Zusammenhalt kann man da, glaube ich, sehr, sehr gut davon profitieren. Außerdem sind wir Gründungsmitglied des GamesXR Mitteldeutschland. Das heißt, es hat sich ein Verband, ein Verein gegründet für Mitteldeutschland, der sich Games und Experience, also VR, also alle möglichen Formen von Augmented bis hin zu Virtual Reality verschrieben hat. Dort sind wir Gründungsmitglied. Das ist mittlerweile ein sehr, sehr großer Verein und auch ein sehr großer Pool an Leuten, wo man nachfragen kann. Und dort sind wir natürlich rege dabei, auch unsere Studierenden mit einzubinden. Abschließende Frage erstmal zur Medieninformatik. Kann ich denn diese Spiele, die du angesprochen hast, irgendwie antesten als Interessent? Gibt es die irgendwo? Ja, die gibt es. Die sind alle frei verfügbar auf itch.io. Ich poste dann, ich muss gleich nochmal schauen, dass ich den Link finde. Nachher gibt es ja 14.30 Uhr auch nochmal eine Fragerunde zum Bereich Medieninformatik. Da gebe ich den Link dann gern auch mit raus. Es ist natürlich so, diese großen Spieleprojekte funktionieren auch nicht immer. Man kann sich vorstellen, dass 60 Leute, wenn die ein großes Spieleprojekt bauen müssen, dass man da dann sehr viele Erkenntnisse hat, wie, oh mein Gott, das ist verdammt viel Arbeit, die Leute zu organisieren und so ein Spiel fertig zu kriegen. Und da kann es auch mal passieren. Wir hatten auch Spiele, die sind mit Vollgas gegen die Wand gefahren, aber das ist genauso auch in Ordnung. Das ist ja das Schöne an unserem Studium. Man darf und man muss kontrolliert scheitern, rausfinden, was habe ich falsch gemacht, was kann ich beim nächsten Mal besser machen. Aber wir haben natürlich auch spielbare Spiele, selbstverständlich. Und die können wir auf jeden Fall dann testen. Ich gebe den Link nachher in der Veranstaltung gern dann nochmal mit raus. Vielen Dank. Und ich kann auch schon mal den Tipp geben, um 14.20 Uhr, wenn wir dann hier mit dem Blog durch sind und sich unsere kleinen Filmchen wieder anschließen, sehen wir auch einen Teaser aus dem Spiel von 2019, Elemates. Es sind natürlich auch Spiele in 2020 entstanden. Der Teaser war einfach nur ein bisschen anschaulicher. Also da kriegt ihr auch schon mal einen ganz kleinen Eindruck davon, wie so ein Spiel dann fertig aussieht. Und jetzt gebe ich nochmal ab zu Moni. Wir haben noch ein paar Minütchen Zeit für Fragen. Moni, ist denn was reingekommen im Live-Chat? Im Live-Chat wird zumindest rege diskutiert unter den Studis von Professor Marbach. Aber ich habe auch eine Frage an ihn. Deswegen würde ich die gern dem Alex Marbach stellen. Und zwar, der Micha fragt uns, ob man auch beide Vertiefungen im Studiengang belegen kann. Wann ich mich entscheide und welche die beliebtere ist. Ja, man kann beide belegen. Das ist nicht ganz einfach. Da gibt es natürlich zeitlich ein bisschen immer mal eine Überschneidung, aber es ist möglich. Ich habe einige Studierende, auch ehemalige Studierende, die das getan haben. Man muss ein bisschen durchgeknallt sein, um das zu machen, weil das ist natürlich schon ein erheblicher Mehraufwand. Aber wir unterstützen da gerne. Jeder, der da so breit gefächert interessiert ist, kann das natürlich gern tun. Wie war der zweite Teil der Frage? Der zweite Teil war, ob
welche Vertiefung die beliebtere ist. Ach ja. Und ja, das war schon das ganz kaufe nett. ich. Ja. Die Creative Content Design Vertiefung ist die, ich will nicht sagen, es ist die beliebtere, nein, es ist die, die öfter gewählt wird. Wir haben da eine Verteilung von 60-40, würde ich sagen. Manchmal, oder geht auch gen 70-30, also von der Prozentzahl her, das war die Programmierer sind die geringere Zahl, also die das als großen Fokus haben wollen. Ich kann aber nur jeden dazu ermutigen, sich diesem Feld auf keinen Fall zu verschließen, weil wir kommen auch in der Kreativwirtschaft an der Programmierung oder an der Handhabung von Informatik, von IT überhaupt nicht mehr vorbei. Also von daher, aber ich glaube, unser Studiengang bringt beide Seiten da sehr gut zusammen. Ja, vielen Dank dafür, für die Infos. Ich hoffe, das hilft bei der Entscheidungsfindung. Eine Frage aus dem Live-Chat von Richard würde ich gerne mit reinnehmen. Inwiefern sich die normale Informatik von der Medieninformatik unterscheidet? Du hast jetzt zwar schon eine ganze Menge darüber gesprochen, aber vielleicht kannst du es noch mal ganz kurz zusammenfassen. Wir beginnen ähnlich der normalen Informatik mit Grundlagen der Informatik. Das ist notwendig, also Datenstrukturen zu verstehen, zu wissen, wie generell überhaupt Informatik als solche funktioniert. Da werden wir uns nichts nehmen mit der normalen Informatik. Alsbald werden wir dann aber ein klein wenig zur Seite abdriften und stark anwendungsbezogen im Bereich entweder Webprogrammierung, da gibt es einen Teil bei uns, oder im Bereich der Engine-Handhabung, also namentlich ist das bei uns die Unity und dort mit C-Sharp werden wir arbeiten. Und für diejenigen, die sich im Informatics-Applications-Bereich dann weiter interessieren, geht das bis C++, andere beschreibende Sprachen, das Aufsetzen von Datenbanken tiefere Geschichten. Wobei das, wo es sich unterscheidet, würde ich vor allen Dingen sagen, ist es dieser Fokus auf Webprogrammierung beziehungsweise direkt anwendungsbezogen im Bereich der Engines mit C-Sharp. Danke dir. Oder danke Ihnen. Eine weitere Frage, die jetzt gleich zwei Leute interessiert, ob man die benötigten Programme auch für zu Hause gestellt bekommt. Was braucht man? Kann man sich vielleicht schon was anschaffen oder kann man sich zurücklehnen und die Hochschule bedient einen komplett? Die Hochschule gibt alles raus, aber dankenswerterweise liegt es hauptsächlich daran, dass ein Großteil der Software, die wir verwenden, im Bereich der Bildung kostenfrei zur Verfügung steht. Das ist also kann sich jeder, der jetzt bei uns immatrikuliert ist, runterladen, beziehungsweise der in irgendeiner Form nachweisen kann, dass er studiert. Die Software, die man bezahlen muss, haben wir in der Hochschule vorrätig. Das heißt, sofern wir hoffentlich, wir wollen alle wieder beisammen arbeiten, in der Hochschule arbeiten kann, steht einem dort im Hochschulpool, in den Hochschulpools, die Software zur Verfügung, die man als Normalsterblicher dann für Geld kaufen müsste. Die haben wir als Hochschule besorgt und die kann man da benutzen. Gut, danke dir. Abschließend zu dem Thema Medieninformatik habe ich noch eine Frage, und zwar, ob man mit speziellen Zusatzqualifikationen, wie zum Beispiel im Fachabi für Gestaltung oder wenn man sich im Bereich Cinema 4D bewegt hat schon, ob das für das Studium gewinnbringend ist, ob es dienlich ist oder ob es vielleicht sogar eine Voraussetzung ist. Hilfreich. Hilfreich auf jeden Fall. Gerade im Bereich Game Design gibt es nichts, was man nicht in irgendeiner Form gewinnbringend hilfreich anbringen kann. Also auch ein Biologie-Leistungskurs ist toll, wenn man dann später bei der Animation sich mehr mit der Anatomie des zu animierenden Objektes beschäftigen kann. Generell, wenn ich schon mal was mit 3D-Computergrafik gemacht habe, wird mir der Creative-Content-Bereich natürlich leichter fallen. Wenn ich Informatik oder Mathematik im Leistungskurs drinne hatte, dann wird mir der informatische Teil natürlich ein Stück weit leichter fallen. Das ist alles hilfreich. Nichts davon ist notwendig. Wir beginnen in dem Studium und gehen davon aus, dass ihr mit dem Abitur euch schnell in der Lage seid, Wissen anzueignen. Wir fangen aber auch auf einem Niveau an, an dem euch das möglich ist. Prima. Vielen lieben Dank. Eine Frage habe ich noch an unseren Professor Schneider. Das Mathematikstudium im Bachelor ist ja auf Englisch und jetzt fragt uns der Sascha, dass sein Englisch zwar okay ist und er sich das auch zutraut, aber gibt es vielleicht im Bereich des Studiums nochmal eine Möglichkeit der Nachhilfe?
Ja, denke ich doch schon. Erstens, das vom Englisch, denke ich, muss man sich wirklich nicht allzu sehr Sorgen machen. Und dann das Englisch ist doch so, dass das Fach Englisch schon auch auf ein gewisses engeres Vokabular eingegrenzt ist. Das heißt, da ist wirklich kein Grund zur Sorge. Ne? Es ist kein Sprachenstudieren. Das muss man ganz klar sagen. Dann haben wir grundsätzlich im Curriculum noch so ein Probedeutikum drinnen, das eigentlich darauf abzielt, dass man auch so Lücken zur Schule schließt und so den leichteren Einstieg irgendwo gewährleisten. Und das ist vielleicht auch so ein Charakteristikum von unseren Studierenden, die wir haben. Wir haben also wenige Studierende oder bis keine, die eigentlich muttersprachlich Englisch sind, außer aus manchen afrikanischen Ländern, wo das die offizielle Amtssprache ist. Aber eigentlich haben wir gerade im Bachelor haben wir also viele Studenten aus europäischen Ländern, auch aus Asien, ab und zu Südamerika. Und die sind also alle nicht muttersprachlich Englisch. Und da gibt es in der Regel keine Probleme. Es sind eigentlich alle Lehrveranstaltungen auch mit Tutorien und so unterstützt. Und ich würde sagen, von den Studierendenzahlen sind wir eigentlich überschaubar groß. Ne? Also das sind im Bachelor so 20 bis 30 Anfänger jedes Jahr. Und das ist eigentlich eine überschaubare große, gute Größe, na, wo auch noch eine, sagen wir so, individuellere Betreuung möglich ist. Na, also ich würde sagen, die Möglichkeiten gibt es also durchaus über Tutorien und so weiter. Fachliteratur für die Module gibt es und Lehrmaterialien gibt es genügend auch auf Deutsch. Wir hatten diesen Studiengang ursprünglich einmal bilingual auch oder den Masterstudiengang bilingual konzipiert. Da ist man ein Stück weit weggegangen davon, weil die Nachfrage für Deutsch dann doch relativ gering war. Das Englische ist sehr gut angenommen worden. Aber klar ist es möglich, jetzt, wenn Sascha jetzt sich auf Deutsch leichter tut, na, ist es kein Problem, die Fragen in den Vorlesungen auf Deutsch zu stellen und natürlich mit den Dozenten Deutsch zu sprechen. Klar, das ist immerhin auch die offizielle Amtssprache. Also das ist, glaube ich, in der Regel kein Problem. Also, man muss nicht muttersprachlich Englisch sein, um das studieren zu können. Und wie gesagt, das mathematische Fachvokabular ist wichtig, weil man Fachvokabular lernt. Aber es ist doch auch, sagen wir so, begrenztes Englisch vom Wortumfang her und von der Ausdrucksweise. Also überhaupt kein Problem. Also wenn die Englischnote nicht so gut war, ne, und die Lieblingssprache die Lieblingssprachen der Mathematikstudierenden sind ja Programmiersprachen, dann besteht also kein Grund, da irgendwo zu sorgen, mein Englisch reicht nicht aus. Das ist, ist wirklich kein Grund, der einen abschrecken soll. Wichtig ist mitzubringen, Freude am logischen Denken, Freude am Nachdenken, Beharrlichkeit, Freude daran, Probleme zu lösen, na, dann bringt man die richtigen Voraussetzungen mit. Alles andere, denke ich, ist bei uns ganz gut abgedeckt und gut betreut. Und wir haben also dazu auch Tutoren, die da mithelfen. Ja, alles klar. Ich hoffe, dass wir vielen lieben Dank. Ja. Ich denke, das hat zum Mut machen, sich zu bewerben, ausgereicht. Vielen Dank, Professor Schneider. Und wenn ich auf die Zeit schaue, ich gebe aus der Fragenecke zurück zu Max. Ja, vielen Dank, Moni, und vielen Dank auch an euch und Sie drei fürs
Rede und Antwort stehen. Für euch zu Hause um 14.30 Uhr gibt es dann die angesprochenen Zoom-Räume. Die angewandte Informatik wird dann Professor Henselmann übernehmen, denn Professor Pawlawczyk wird zum passenden Masterstudiengang informieren, Cybercrime, Cybersecurity, und Professor Schneider wird für Applied Mathematics bereitstehen und Professor Marbach für die Medieninformatik. Das Ganze dann also um 14.30 Uhr. Ja, genau. Und jetzt geht es weiter mit diesen Studiengängen. Ihr habt es gelesen, jetzt geht es um die Studiengänge Allgemeine und Digitale Forensik und Biotechnologie. Zwei sehr beliebte Studiengänge bei uns, und dafür sind mir jetzt zugeschaltet Professor Dirk Labudde, Studiendekan von Allgemeine und Digitale Forensik, und Professor Rebbe Winschiers, Studiendekan der Biotechnologie. Hallo zusammen. Hallo. Hallo, moin moin. Hallo, grüß dich, Rebbe. Sehr schön. Alle hören sich untereinander. Das klingt hervorragend. Professor Labudde, ich beginne mit der Forensik. Wobei ich ja sagen muss, mit der allgemeinen und digitalen Forensik. So heißt unser Studiengang. Leiten Sie doch mal bitte ganz kurz ein, warum unser Studiengang eben allgemeine und digitale Forensik heißt und was vielleicht eigentlich in dem Studiengang drinsteckt. Eigentlich steckt ja alles drin, aber fangen wir mal wirklich an, versuchen diese Frage zu beantworten. Also das Alphabet hat eigentlich per Zufall Allgemeine nach vorne gesetzt. Also der Schwerpunkt liegt schon auf digital, ja, obwohl man heute eigentlich wenn man in die Ermittlungswelt schaut, auch diese Trennung gar nicht mehr vornehmen kann und auch gar nicht mehr vornehmen sollte. Auf der anderen Seite ist es so, dass wir während des gesamten Studiums eigentlich das Prinzip der allgemeinen Forensik, das schon viel, viel länger existiert, das super aufgearbeitet ist, da wo es einen Haufen von Grundkonzepten gibt, das übertragen wir während der gesamten Studienzeit nachher auch in die digitale Welt. Es ist aber auch so, dass gerade wenn man in die Welt der Absolventen guckt, also wo landen sie, was machen sie, ist die digitale Welt, also das heißt die digitale Forensik, viel häufiger frequentiert, als es die allgemeine Forensik ist. Und wir versuchen aber trotzdem, das, was man wirklich versteht, also nicht immer gleich ein Kapitalverbrechen vorstellen, aber was sagt der normale Fingerabdruck und was kann ich denn eigentlich aus diesen Spuren, die ich an so einem Tatort, an so einem realen Tatort habe, nachher ergänzen, und welche Informationen können aus digitalen Spuren gezogen werden. Also von daher ist dieser Name so, die Einsatzgebiete sind, also wenn jemand in Behörden geht, also eher in der digitalen Forensik als in der allgemeinen Forensik, weil da man besonders gut sein muss und viel Engagement und zusätzliche Leistungen dann irgendwie auch erbringen sollte. Fertig. Okay, vielen Dank. Ich würde da gerne noch ein bisschen genauer drauf eingehen, wie genau sich jetzt dieser Teil der digitalen Forensik äußert. Wenn man jetzt vielleicht langläufig Forensik hört, denkt man vielleicht erstmal an diverse Serien, wo man vermeintlich Forensiker sieht. Wie sieht denn der Arbeitsalltag eines Digitalforensikers vielleicht aus? Also die Serien sind schon alle richtig. Ja, also das muss man auch mal sagen. Das Einzige, was nicht stimmt, ist die Zeit. Und wenn wir jetzt aber zurückgehen wirklich zu der Frage, was macht ein digitaler Forensiker? Also momentan ist es so, dass also eigentlich eine Tatortgruppe immer einen digitalen Forensiker im Durchschnitt mit dabei hat. Ja, also eins ist jetzt gemeint, also prozentual zu allen anderen. Also bei Großlagen laufen natürlich mehr digitale Forensiker rum. Das sind auch die wirklich am Tatort für die Sicherung und Erstauswertung, so heißt es, der digitalen Spuren verantwortlich sind. Das heißt also, wie packe ich eigentlich einen Rechner ein, sodass nicht
die meisten digitalen Spuren nachher verschwinden und die große Hoffnung mittransportiert wird, dass ich die Spuren später noch auch auswerten kann. Also das ist das. Und dann geht es nachher eigentlich wirklich in die Analyse. Ja, und da wird gefragt eigentlich, wo befinden sich eigentlich genau diese digitalen Spuren? Ja, also deswegen haben die Studierenden nachher auch Betriebssysteme, also wo muss ich da hingucken? Die haben also dann auch die Frage, was bedeutet Cloud-Forensik, was ist K-Forensik und solche speziellen Probleme. Also der digitale Forensiker ist eigentlich ein Abbild der realen Welt, also der alten Forensiker, nur eben in der digitalen Welt und auf digitalen Asservaten unterwegs. Okay, Sie haben schon so ein bisschen angesprochen, was so ein paar Buzzwords benutzt, was die Studis im Studium dann auch machen. Wie äußert sich denn die Praxis in dem Studiengang? Also Sie haben natürlich also das, was jeder Studiengang eigentlich auch hat. Also Sie haben in jedem Modul natürlich auch praktisch Praktika, also praktische Einheiten, wo Sie was ausprobieren sollen. Ja, also wir versuchen immer, dass die Vorlesung gibt den Einstieg, ja, das Seminar vertieft und in den Praktika sollen Sie das dann auch hinreichend tief selber machen, ja, was nicht immer zu Freude führt, aber so ist das nun mal im Leben. Dann haben wir etwas, was kein anderer Studiengang hat. Wir haben sogenannte Komplexpraktika. Da laden wir sowohl Externe ein, das geht über zwei Semester, ja, die dann einfach mal sagen, was bedeutet eigentlich dieses Cybercrime as a Service, also was ist die neue Bandenkriminalität, ja, wo setzen Ermittlungsansätze an? Auch das ist alles wirklich digitale Forensik. Und dann haben Sie, wie viele Bachelorstudiengänge auch, ein zwölfwöchiges Praktikum in Unternehmen, Behörden oder auch an der Hochschule. Okay, vielen Dank. Und eine abschließende Frage erstmal noch an Sie. Was muss ich denn vielleicht mitbringen fürs Studium? Der Studiengang ist ja dieses Jahr auch erstmal oder wieder zulassungsbeschränkt. Abgesehen davon, was muss ich für Interessen und auch vielleicht Fähigkeiten, Soft Skills etc. mitbringen, um erfolgreich durch das Studium zu kommen? Ja. Vielleicht erstmal noch ein Wort zu beschränkt. Also keine Angst, wenn jemand das unbedingt studieren will, dann haben wir auch die Möglichkeit, ihn anderweitig an andere Hochschulen zu schicken. Da soll er nur eine E-Mail schreiben. Aber was will ich? Ich möchte, dass die Studierenden sich auch mit dem Gedanken digitale Welt auseinandergesetzt haben. Das heißt also, wenn ich wirklich die falschen Serien geguckt habe, ich sag's mal so böse, sowas wie Dexter oder Bones, das werde ich hier nicht. Ich werde auch kein Rechtsmediziner. Ja, also ich habe diese Module und ich habe auch Wissen, ja, aber das Wissen brauche ich nur, um die digitale Welt abzubilden. Ja, also das setzen wir voraus. Er sollte einen gewissen Hang zur Informatik haben. Jetzt weiß ich natürlich auch, dass der Föderalismus gerade mit dem Fach Informatik allerhand Unsinn anstellt. Aber er sollte wissen, also er wird auch Teile eines Informatikers oder Teile einer Informatikausbildung durchlaufen müssen und die auch notwendig sind. Dazu gehört natürlich das Programmieren auf der einen Seite und Datenbanken ganz wichtig auf der anderen Seite, weil also nichts mehr ohne Vergleich überhaupt funktioniert. Forensik ist in beiden Fällen also eine vergleichende Wissenschaft. Deswegen brauche ich also auch Datenbankmanagementsysteme und ich muss mich auch einlassen können wirklich auf Betriebssysteme. Und er hat natürlich auch die Möglichkeit, ja, also in der allgemeinen Forensik dann die Schnittstellen, ja, also auch das Vokabular und die Schnittstellen zu allen anderen klassischen forensischen Disziplinen herzustellen. Okay, vielen Dank erstmal bis hierhin. Wir hören uns dann gleich nochmal im Fragenblock. Professor Wünschiers, jetzt zu Ihnen beziehungsweise dem Studiengang Biotechnologie. In Biotechnologie steckt ja der Begriff Biologie auch drin. Das kann ich ja auch an vielen Hochschulen, gerade an Universitäten studieren. Wo liegt denn da der Unterschied zwischen einem Biologiestudium vielleicht an der Universität und einem Biotechnologiestudium bei uns? Ja, genau. Biotechnologie ist eigentlich die Fusion von Feuer und Wasser, kann man vielleicht sagen. Das Feuer, mit dem ich Stahl zusammenschmiede und einen Bioreaktor baue, und das Wasser, das die Grundlage alles Lebendigen ist. Und das, die Biotechnologie ist damit eigentlich genau das, dass ich ein Lebewesen in einen Reaktor bringe und ihn damit verwerte. Ja?
Also im Grunde genommen ist es eine Verwertungswissenschaft und damit eine sehr angewandte Wissenschaft. Das ist jetzt natürlich ein bisschen platt gesagt, weil Reaktoren gar nicht immer im Mittelpunkt stehen. Viele Leute haben jetzt vielleicht Bilder vor Augen von Großreaktoren, vielleicht zum Beispiel für die Herstellung jetzt des Corona-Impfstoffs. Ja, das ist, da sind Bioreaktoren am Werk, aber da sind auch Roboter am Werk, ja, die im kleinen Maßstab arbeiten. Und wir in Midweida, um jetzt so ein bisschen zu kommen, was ist unser Fokus? Wir sind eher klein aufgestellt, wir haben keine großen Reaktoren, kein Technikum, wie es dann so heißt. Und im Studium, im Vergleich zum universitären Studium, orientieren wir uns sehr an der Anwendung. Ja, also was kann ich mit einem biologischen System, wie wir es dann bezeichnen, eigentlich machen, wie kann ich es nutzen? Okay, wir haben in der Biotechnologie ja auch verschiedene Vertiefungsrichtungen. Vielleicht können Sie uns da mal mitnehmen durch die drei Vertiefungsrichtungen, die es zur Auswahl gibt, und dort mal die inhaltlichen Schwerpunkte kurz zusammenfassen. Genau, und die Vertiefungsrichtungen zeigen dann auch schon gleich, was so unsere Expertise ist. Wir haben eine Vertiefungsrichtung Bioinformatik. Da arbeiten wir mit den Informatikern logischerweise zusammen. Und da geht es um die sinnvolle Verarbeitung von biologischen Daten. Und biologische Daten, jedes Experiment heutzutage spuckt Daten aus, und zwar in großen Mengen, und zwar in sehr großen Mengen, und zwar in sehr, sehr großen Mengen. Und damit muss ich umgehen können. Das heißt also, als Experimentalist muss ich lernen, mit Daten umzugehen, das muss jeder. Und darin kann ich mich aber auch vertiefen, dass ich die Algorithmen besser verstehe, dass ich sie weiterentwickle und problemorientiert auch anpasse. Das wäre die Bioinformatik. Der zweite Aspekt ist, wenn ich ein biologisches System erstmal habe, möchte ich gerne verstehen, wie es reagiert, möchte analysieren, in welchem Zustand es sich gerade befindet. Dafür brauche ich diagnostische Methoden, das ist die molekulare Diagnostik, ja, wo ich also in die Zelle hineinblicke und schaue, in welchem Zustand befindet sie sich. Also Diagnostik nicht im Sinne von, ist etwas krank oder gesund, sondern Diagnostik im Sinne von, in welchem Zustand befindet sich etwas. Und dann die Umweltbiotechnologie als letzten Aspekt, da geht's dann, wird es dann noch größer. Da geht es dann also darum, wie kann ich einen Organismus anwenden in der Umwelt im weitesten Sinne. Umwelt kann sein eine Kläranlage, eine Biogasanlage. Es kann sein, dass ich eine Altlast von Aromaten befreien möchte, irgendwelchen giftigen Substanzen. Und da können Mikroorganismen mithelfen. Okay, vielen Dank. Das wären die drei Vertiefungen. Ja, vielen Dank für den kleinen Crashkurs. Ich würde mal eine ganz aktuelle Frage mit reinnehmen, die ich mir selber schon gestellt habe. Wenn wir jetzt das ganze Thema Corona mal als Beispiel nehmen, von der Entdeckung des Virus über die Erforschung bis zur Impfstoffentwicklung, an welchen Stellen ist denn ein Biotechnologe dort beispielsweise mit beteiligt oder kann beteiligt sein natürlich? Also er kann beteiligt sein eigentlich in allen Phasen. Immer natürlich mit spezifischen Aufgaben und je nachdem, wie er sich später qualifiziert. Grundsätzlich hat ein Biotechnologe ja erstmal ein Verständnis von der Biologie und ein Verständnis von Technologie und da, wie wir gerade gesehen haben, von einem bestimmten Teilaspekt. Und wenn wir jetzt gucken, irgendwann gibt es den Patient Null, da muss ich den Virus isolieren. Das können schon Biotechnologen auch sein, sind es aber wahrscheinlich eher nicht, sind eher Ärzte. Und dann muss ich das Erbgut analysieren. Ja, das wird dann gemacht, um zu identifizieren, was ist das überhaupt. Und das ist Biotechnologie. Ja, also da ist dann zum Beispiel der Aspekt Bioinformatik wichtig. Dann kommt die ganze Phase der Entwicklung. Also BioNTech ist ein, der Name sagt es schon, ein Biotechnologieunternehmen. Das heißt, da arbeiten Biotechnologen zusammen mit vielen anderen. Und da kommen wir zu einem wichtigen Aspekt, zusammen mit vielen anderen. Ich glaube, das sieht man auch so in den Studiengangsnamen, dass die Studiengänge eigentlich alle übergreifend sind. Also ich habe früher Biologie studiert. Wir hatten ja vorhin auch gefragt, Max, was unterscheidet im Biologiestudium? Biologiestudium, da habe ich Botanik, Zoologie, Genetik und so. Heutzutage studiere ich dann molekulare Zoologie, ja.
oder sowas. Das heißt, das Wissen ist so explodiert in den letzten 30 Jahren, dass ich immer mit anderen Leuten zusammenarbeiten muss, also interdisziplinär. Und dann bin ich Biotechnologe Teil eines Teams. Und so wird es immer sein. Also das heißt, BioNTech ist ein Biotechnologieunternehmen. Da arbeiten Biologen, da arbeiten Biotechnologen, da arbeiten Ingenieure, Maschinenbauer, Computerfreaks, also Informatiker. Ne? Und dann will ich noch einen Aspekt mit reinnehmen, weil der vielleicht nicht unwichtig ist. Zulassungsbehörden. Ja, also das heißt, Prüfen von experimentellen Ergebnissen, von Untersuchungsakten. Verstehen, was ist die Biologie, was sind für Ergebnisse dargestellt, machen die Sinn, stimmt die Statistik dazu? Da kann man jetzt wieder sagen, oh, Statistik, das ist ja Mathematik. Nein, aber ich brauche ja das biologische Verständnis. Also auch in den Behörden sind dann Biotechnologen. Ja, vielen Dank. Abschließende Frage erstmal zur Biotechnologie. Was kann ich denn am Ende damit werden? Wir haben jetzt im Gespräch schon so ein paar mögliche Berufszweige rausgearbeitet. Vielleicht können Sie es noch einmal ein bisschen komprimiert zusammenfassen, was unsere Absolventen heute so unter anderem machen. Ja, das ist sehr, sehr breit. Also viele gehen in die Forschung oder sind zumindest forschungsnah in Unternehmen drin. Ein ähnlich großer Teil geht in Qualitätssicherung, das heißt in die Kontrolle von Prozessen. Und ein weiterer ähnlich großer Teil geht in so etwas, das würde ich als Entwicklung bezeichnen, wo es also, das ist ähnlich zu Forschung. Forschung würde ich jetzt eher sehen, da stehe ich im Labor, bei Entwicklung, da bin ich eher an einem Prozess, an einer Prozessentwicklung beteiligt, wie zum Beispiel einem Bioreaktor. Das sind erstmal so die wichtigen Aspekte. Dann gibt es aber ganz viele andere Wege, die sich öffnen, weil man eben naturwissenschaftliches Grundverständnis hat. Und da könnte ich jetzt unendlich viel aufzählen. Das erspare ich mir jetzt. Aber ich denke, man bekommt einen Eindruck, vielleicht jetzt für die, die sich für den Studiengang auch interessieren, wenn sie auf unsere Webseite der Fachgruppe gehen. Da haben wir so eine Alumni-Liste und auch eine Liste also von Arbeiten, die mal stattgefunden haben, als Abschlussarbeiten, die sind da alle so aufgelistet und anhand der Themen kriegt man schon einen ganz guten Überblick, in welche Richtung sich unsere Absolventen dann entwickeln und wo sie eigentlich dann meistens auch irgendwo arbeiten. Sehr anschließend im Zoom-Raum auch nochmal die Möglichkeit, darauf ein bisschen genauer einzugehen. Danke erstmal bis hierhin. Ich würde an Moni übergeben. Ich bin mir sicher, wir haben zahlreiche Fragen zu den beiden Studiengängen bekommen. Und genau so ist es. Wir beginnen auch gleich mit der neuesten Neuerung, die ich gern an Professor Labudde richten würde. Und zwar ist der Studiengang Allgemeine und digitale Forensik ja zum Wintersemester beschränkt und steht schon fest, wie hoch circa der NC sein wird. Nein, es wird auch gar nicht so mit diesem NC laufen. Wir werden ein anderes Verfahren nehmen, was mehr auf Motivation setzen wird. Ich kann auch noch gar nicht so viel zu diesem ganzen Zulassungsverfahren sagen, also und auch, was die eigentliche Zahl ist. Und bei diesem NC, wir haben keine Vorerfahrung. Also Maximilian hat es vorhin angedeutet, irgendwie es gab schon mal die Bestrebung, diesen Studiengang, oder er war schon, glaube ich, einmal oder so auch beschränkt, dann wurde die Beschränkung wieder aufgehoben. Das hat viele andere Gründe, ganz schwer zu sagen, bewerben und dann wird man sehen und ob man jetzt einen dieser 120 oder 150 Plätze bekommt, wird man dann sehen. Ja, also es wird nicht nach diesem, wir haben noch keinen NC, also wird es sowieso jetzt noch gar keinen NC geben. Wir werden viel über ein Motivationsschreiben arbeiten. Das ist bis jetzt meine Meinung. Also mehr könnte ich jetzt eigentlich auch ja nicht zu diesem Thema so sagen. Vielen Dank. Und dann schließe ich gleich noch eine Frage an, ob Sie Beispiele für Praktika haben. Also wo gehen die aktuellen Studenten, Studierenden so hin in ihrer Praktikumszeit? Mhm. Ah, das ist, Kollege Wünsches hat es so ein bisschen beschrieben, das ist bei uns nicht anders. Wir haben Kooperationsverträge, die sich auch mit Praktika
also die Praktika regeln, also mit wirklich Behörden. Also wir haben die verschiedensten LKS. Da steht aber drin nach Bedarfen. Das bedeutet, die Studierenden bewerben sich zu einem vorgezogenen Zeitpunkt, damit auch die ganzen Sicherheitsüberprüfungen und Ähnliches stattfinden können. Dann gibt es eine ich nenne es jetzt mal Aussprache mit dem LKA oder mit den LKS. Dann werden die Studierenden informiert und so. Also das läuft im Vorfeld dann, also vor dem oder vor der eigentlichen Praktikumsphase. Viele bleiben an der Hochschule, gerade die, die sagen, also wir machen noch den Master, dann muss ich nicht damit kämpfen, dass ich noch eine zweite Unterkunft oder Ähnliches brauche. Wir haben Kooperationen, glaube ich, mit 34, also aktive Kooperation mit 34 Firmen, die wirklich Forensik betreiben, also über die Digiforce, über die CITES, Fast Detect, jetzt habe ich den Namen wieder, also eines der größten Firmen aus Bayern, die sich mit der Forensik beschäftigt. Wir haben 12 oder 13 freie forensische Gutachter, die ebenfalls Praktikanten nehmen. Also das wäre das eine. Und wir haben auch ganz viele Studierende, die in große Firmen gehen, ja, also T-Systems, oder Siemens, um dort den Sicherheitsaspekt aber eben aus der forensischen Sicht zu betrachten. Und genauso sieht es eigentlich nachher im Anschluss aus, also dass die Studierenden sich in diesen Feldern nachher auch ihren ersten Job organisieren. Ich weiß jetzt nicht, ob es alle war, vielleicht habe ich irgendwas vergessen und so. Also zum BKA kann es danach auch gehen, das ist nochmal ganz wichtig. Also unser Studiengang ist dort zugelassen, als Einstieg für eine Spezialisierung. Das heißt also, da bekommen Sie nachher auch Schulterstücken, sind richtige Polizisten. Das Gleiche gilt für Sachsen. Im Freistaat wird also ein sogenannter Cybercop ausgebildet. Also auch darüber läuft es. Viele enden wirklich dann in Spezialeinrichtungen, also auch der verschiedenen LKEs. Aber man soll es nicht unterschätzen. Ich habe früher mal gedacht, oh, wir machen ganz viel für Behörden, also für die Studierenden, damit sie in den Behörden auch einen gewissen Schritt oder einen gewissen Fuß in die Tür bekommen. Viele Studierenden gehen oder sind in die Industrie auch gegangen, weil es eben auch nicht nur lukrative, sondern auch heraus oder anforderungsentsprechende sind, also die auch ein gewisses Niveau dort haben, was jetzt nicht heißt, dass Behörden kein Niveau hat, ja, aber auch da, weil einfach der Aspekt Sicherheit, ja, also vor Hackerangriffen und Ähnlichem einfach in unserer Gesellschaft durch die Digitalisierung so eine große Rolle spielt. Und da braucht man also nicht nur IT-Sicherheitler, also die IT-Sicherheit machen, sondern vor allen Dingen auch IT-Forensiker, wenn es darum geht, welche Spuren ja so sind entstanden und was wurde eigentlich dann wirklich auch entwendet. Also von daher sowohl in Behörden als auch Industrie und angrenzenden Instituten. Also viele sind zum BSI gegangen, also zum Bundesinstitut für Sicherheit in der Informationstechnologie, zu CITES, zu den oder eben in große Firmen und auch in mittelständische Firmen. Oder was wir jetzt diesen Trend gerade beobachten, ist in kleinere Firmen, die sich mit künstlicher Intelligenz, maschinellen Lernens beschäftigen. Mehr fällt mir jetzt nicht ein. Vielen lieben Dank. Das waren ja auch wirklich umfangreiche Informationen. Ich hoffe, der Interessent hat sich alles mitgeschrieben, aber der Livestream bleibt natürlich auch online, auch nach unserem Studieninformationstag heute. Die nächste Frage richtet sich an Professor Wünschiers. Und gefragt wird nach der Studiengruppengröße, auch was so die Laborarbeit betrifft. Ja, eine sehr, sehr wichtige Frage und Steilvorlage. wir haben als Seminargruppengröße sowas um die 20. Normalerweise fangen bei uns im Studium um die 60 an, einfach um mal so Größenordnung zu nennen. Im Labor betreuen wir immer kleine Gruppen von 4 Studierenden. Ja? Also 4 Studentinnen und Studenten arbeiten zusammen. Jetzt mit oder ohne Corona sind unsere Laborbedingungen einfach so, dass wir kleine Laborräume haben. Wir haben keine großen Laborsäle, wie ich es im Studium erlebt habe. Und damit ist es eine sehr enge Betreuung.
Das heißt, wir gucken den Studierenden auch sehr genau auf die Finger, was sie da tun, und können dadurch auch viel vermitteln. Und das, da sind wir eigentlich auch stolz drauf, dass wir das so machen können und bekommen auch sehr, sehr gutes Feedback aus den entsprechenden Laboratorien, wo unsere Absolventen dann ihre Abschlussarbeit machen, die ja in der Regel dann auch extern ist. Auch ein Unterschied zu Universitäten. Ne? In der Universität macht man normalerweise die Abschlussarbeit an der Uni in einer Arbeitsgruppe. Bei uns macht man sie in der Regel in der Industrie oder in Forschungsinstituten. Max Planck, Leibniz und so. Ja. Vielen lieben Dank. Und da schließen wir auch gleich an mit einer Frage von Laura, die sich in der Schulzeit immer wahnsinnig gern mit Bio auseinandergesetzt hat, ihre Noten aber nicht ganz so die besten waren, ob das Studium Biotechnologie trotzdem was für sie wäre. Ob das nun trotzdem was für sie ist, weiß ich natürlich nicht. aber ich würde mich jetzt erstmal nicht von Noten abschrecken lassen. Ja. Ein ganz persönliches Beispiel, als ich Vordiplom hatte, war meine schlechteste Note in Botanik. Und da habe ich dann später mein Diplom gemacht, weil ich das einfach cool fand, das Thema Pflanzenphysiologie. Das heißt, das ist eigentlich auch das Wichtige, ob man Lust hat. Und so wie sie sich ausdrückt, scheint sie ja eigentlich Biologie ganz cool zu finden, bloß die Noten passen nicht so. Dann gucken Sie doch einmal mal, ob bei uns nicht die Noten besser werden. Also das Wichtige ist wirklich, Spaß zu haben an der Thematik, sich da in die Welt reindenken zu wollen und nicht so sehr darauf gucken, was habe ich jetzt da gerade für Noten auf dem Abi und Bio ist da schlecht und dann werde ich wahrscheinlich auch eine schlechte Biologin. So ist es nicht. Im Gegenteil, wir sehen häufig, dass Studierende, die eher schlechtere Noten haben oder ungewöhnliche Lebenswege, bis sie zu uns kommen, eigentlich die sind, die am Ende ganz gut performen, wie wir dann sagen, die vielleicht im Labor, ich sage jetzt mal, den grünen Daumen haben, wo es gut läuft. Also nicht abschrecken lassen vom Zeugnis. Vielen Dank. Wir schließen gleich mal noch mit einem Fach an, das auch sehr vielen Angst macht, nämlich die Mathematik. Wie hoch ist der Anteil in der Biotechnologie, Professor Winschiers? Oh, hoch. Das sage ich natürlich jetzt, um erstmal Angst zu machen, damit man danach merkt, ach, so schlimm war es dann ja doch nicht. Also Mathematik ist natürlich wichtig und wir haben entsprechend Mathe-Module im Studium, genauso wie Chemie und Physik. Das sind die Grundlagen der Naturwissenschaft und die sind wichtig, die kann man nicht wegstreichen. Sie sind ganz wichtig, um eine gewisse Art von Logik und von Denken zu lernen, aber auch um später Daten interpretieren zu können. Und entsprechend sind das Module, aber das haben viele geschafft und ich will eigentlich auch immer gar nicht so viel darüber reden, weil es ist immer so eine, ja, dieses Mathe und schaffe ich Mathe und schaffe ich anorganische Chemie und so. Wenn Sie Lust haben, wenn Sie die Prozesse, die in so einer Zelle stattfinden, faszinieren, dann läuft der Rest auch. Das hast du schön gesagt. Vielen Dank. Und wir haben noch eine Frage zum Abitur in Biotechnologie und zwar von Max aus dem Live-Chat. Der fragt, ob es da einen gewissen Vorteil gibt, wenn ich am beruflichen Gymnasium die Biotechnologie also schon in einem Leistungskurs hatte, ob mir das im Studium hilft. Ich glaube, da kann ich vorwegnehmen. Das wird ihm sicher helfen, oder? Was meinen Sie, Professor Winschiers? Ja, das wird ihm sicherlich helfen, sich im ersten Semester vielleicht ein bisschen zu langweilen. Also ja, natürlich ist es gut, wenn man schon vorqualifiziert ist. Er hat dann auch schon einen breiteren Blickwinkel auf die Dinge und kann Sachen schneller einsortieren, während jemand, der Bio vielleicht gar nicht im Abi hatte und trotzdem Bio cool findet, kann natürlich auch anfangen, weil wir versuchen ja gerade im ersten Semester auch alle so einzusammeln. Ist ja sehr inhomogen, wie die Studienanfänger ausgebildet sind, was da so die Grundlagen sind. Also das heißt, an einer oder anderen Stelle kann es langweilig für ihn werden oder er hört aufmerksam zu und achtet auf die Zwischentöne. Und die kann er dann schon gleich einsortieren. Was nicht geht, falls das in die Richtung geht, die Frage, dass wir Dinge anrechnen, ne? Dass man so sagt, ach so, Sie haben jetzt da schon Abi in Biotechnologie, dann können wir Ihnen ja schon mal gleich anorganische Chemie anrechnen oder so, brauchen Sie dann keinen Kurs belegen. Das funktioniert nicht. Ne?
vielen Dank, Max. Wir hoffen, wir konnten deine Frage damit beantworten. Und wir schwenken noch einmal zur Forensik an Professor Labudde mit der Frage, wie ein typischer Studientag eines Forensikstudenten aussieht. Ja, hängt vom Wochentag ab, ne? Nein, sondern Spaß beiseite. Das Forensikstudium unterscheidet sich natürlich nicht oder es unterscheidet sich schon von anderen Studien oder Studienmöglichkeiten, die man hat. Das ist klar, also wenn Sie die große Einteilung sich mal angucken. Aber er hat natürlich Theorie, er hat Vorlesungen, ja, und dann hat er einen Haufen Praktika. Das heißt, wir haben hier zwei sehr gut ausgestattete Labore, ja, also die gefüllt sind von Mikroskop bis zu Bedampfungsschränken und solche Sachen, die durchläuft er natürlich auch während seiner gesamten Ausbildung. Er darf hier an sehr gut ausgestatteten PC-Pools seine Programmierkenntnisse und auch dort digitale Spuren suchen. Ich würde mal sagen, im Großen und Ganzen ist also wirklich die Hälfte nachher wirklich auch so praktische Sachen, die er wirklich auch machen muss. So, und auf der anderen Seite bleibt natürlich auch erstmal auch die Theorie übrig. Also auch wenn jeder mal erzählt, wenn er kommt, ich weiß eigentlich schon, was Forensik ist. Aber es geht ja auch darum, wirklich diese Begriffe zu kriegen. Denn sie bewegen sich natürlich nachher, ist egal, ob auf der industriellen Seite oder in den Behörden, zusammen mit Strafverfolgungsbehörden. Das heißt also in so einer juristischen Klammer. Und das muss er auch lernen. Und er hat natürlich auch ein Modul Straf- und Strafprozessrecht. Er hat ein Modul Kriminologie, ja, also wo es wirklich um Paragraphen, deren Definitionen und auch vor allen Dingen um die Auslegung geht. Ja, also was darf ich eigentlich wann machen und ab wann verlasse ich diesen Rechtsraum? Aber er hat natürlich dann am Nachmittag vielleicht die Freude, wirklich im Labor zu stehen und irgendwelche Analysen zu fahren, also sei es von Fingerabdrücken. Wir vermessen auch Knochen hier. Da wird immer die Frage gestellt, ja, warum müssen das digitale Forensiker tun? Weil das sozusagen der Ansatz ist auch für eine neue Art oder für neue Analysen in der Videografie. Das heißt also, wenn sie durch die Straßen gehen, wie viele Überwachungsvideos oder Kameras sehe ich da eigentlich? Und wenn sie so gucken, viele der Kriminellen haben gelernt, sie zu vermummen. Ja, also haben die kein Gesicht. Ja, also was kann ich dann über diesen Bewegungsapparat machen? Also das war auch vorhin damit gemeint, dass sie auch praktisch analog und digital zusammenführen. Also sie vermessen dann auch gewisse Dinge, dann wird daran auch die Mathematik gemacht. Deswegen haben wir auch ein bisschen Logik, ja, also weil der Forensiker immer antworten muss, ja, was ist dann die Wahrscheinlichkeit dafür, war er es oder war er es nicht? Ja, also auch da hängt Theorie und dann kommt die Praxis. Ja, und wir haben auch ein bisschen Schauspielkunst mit drin. Das heißt also, sie müssen die Rhetorik lernen vor Gericht. Ja, also auch als Gutachter aufzutreten. Also was ist ein Gutachten? Wie ist ein Gutachten geschrieben? Wie rede ich mit dem Strafverteidiger? Wie rede ich mit der Staatsanwaltschaft? Und wie komme ich eigentlich nachher dem Hohen Gericht entgegen? Ja, und das machen wir auch durch praktische Übungen. Also der Gutachter vor Gericht, ja, heißt das. Sie haben also auch viele, viele praktische Kurse. Wir rekonstruieren Tatorte. Sie haben am Anfang des Studiums einen richtigen Tatort, jetzt gerade nicht, aber wir haben alles virtualisiert, sodass man den wenigstens sieht und sich die Vorstellung machen kann. Und dann wird jede analoge und jede digitale Spur auch praktisch, haptisch berührt. Ja, also so, dass es auch mit hat. Aber, liebe Studierende, ihr habt auch Mathematik, auch logisch, hat Kollege Wünsch hier es gerade gesagt. Also ich glaube, wir haben sogar die gleichen Module und weil wir die brauchen. Ja, also wenn Sie an die moderne Bildverarbeitung denken, ja, dann ist es Mathematik zum Beispiel auch. Fertig. Vielen Dank. Und ich würde sagen, alle weiteren Fragen, die wir aktuell noch im Live-Chat haben, wir haben gleich nochmal den Zoom-Raum mit den beiden Kollegen, wo ihr eure Fragen loswerden könnt, denn ich gebe wieder ab zu Max. Jawohl, vielen Dank Moni und vielen Dank auch an euch beide für die Zeit und die vielen Fragen, die beantwortet wurden. Moni hat schon gesagt, ab 14.30 Uhr sind sowohl Professor Wünschiers noch mit einem weiteren Dozenten aus der Biotechnologie und Professor Labudde auch mit einer Dozentin aus dem Studiengang Allgemeine und Digitale Forensik
bei Zoom für euch bereit. Dort könnt ihr also nochmal vertiefte Fragen stellen. Vielleicht kann Professor Wünsch hier nochmal die Absolventenporträts auf der Website zeigen und so weiter. Also nutzt die Chance. Und bei uns geht es jetzt um 14.30 Uhr weiter mit unserem letzten Block, wo es um den Studiengang Soziale Arbeit geht. Bis dahin schauen wir uns nochmal ein paar kurze Clips an. Ihr seht jetzt gleich ein kurzes Porträt von Professor Wünschiers. Den kennt ihr jetzt zwar schon, aber da bekommt ihr mal einen kleinen Einblick in einen Teil unserer Biolabore. Danach seht ihr einen Anwendungsbereich aus der Medieninformatik, der heute noch nicht so richtig zur Sprache kam, nämlich der ganze Bereich der Fahrsimulatoren, der bei uns auch eine große Rolle im Studium spielt. Dann seht ihr, wie bereits angekündigt, einen ganz kurzen Trailer, anderthalb Minuten von dem Spiel, was die Medieninformatiker 2019 entwickelt haben. Elemates hieß das damals. Und zu guter Letzt noch einen Fernsehbeitrag vom MDR, allerdings schon aus dem Jahr 2014. Der wurde damals gemacht, weil unser Studiengang Allgemeine und Digitale Forensik nach wie vor deutschlandweit auch einzigartig ist, so in der Kombination, und damals eben gegründet wurde. Der hat aber nach wie vor seine Gültigkeit und deswegen zeigen wir euch den. Und wir sehen uns um 14.30 Uhr an der gleichen Stelle wieder. Bis gleich. Mein Name ist Rebbe Wünschiers. Ich bin hier Professor für Molekularbiologie und Biochemie an der Hochschule Mittweida und das seit 2009 in der Fachgruppe Biotechnologie und Biochemie. Mein Forschungsgebiet ist im Bereich der Genomik angesiedelt, also das heißt, wir analysieren Erbinformationen. Und vor allen Dingen interessiert mich die Dynamik der Erbinformation, also nicht nur, was kann oder könnte ein Organismus, sondern tatsächlich, was macht er. Und das untersuchen wir an verschiedenen Objekten. Das geht von Biogasanlagen über Krankheitserreger zu Hundezucht, also ein breites Feld, in dem wir uns da bewegen. Aber methodisch sind wir immer eigentlich bei der DNA-Sequenzierung und der Analyse der Daten verortet. Die Hochschule Mittweida ist so eine kleine Perle in Sachsen. Wenn ich Kollegen treffe, die sind immer überrascht, was wir hier in Mittweida so machen, obwohl man es auf der Landkarte kaum findet. Und zum Beispiel sind wir die Ersten in Sachsen und mit die Ersten in Deutschland gewesen, die eine neue Sequenziertechnologie eingeführt haben, beziehungsweise angewandt haben. Das ist von einer englischen Firma entwickelt, aber wir waren mit die Ersten, die das anwenden durften. Die sogenannte MinION Nanopore-Sequenziertechnologie, und die wenden wir gerade aktiv an in unserer Forschung. Das macht irren Spaß. Und vor einiger Zeit habe ich eine E-Mail von der NASA bekommen und ist Gott sei Dank nicht im Spam-Ordner gelandet. Da habe ich da reingeguckt und war ganz überrascht, dass also ein Wissenschaftler von der NASA uns angeschrieben hat, weil die Lucy Löser, meine Doktorandin, eine Publikation veröffentlicht hat darüber, wie man mit bestimmten Bakterien, wie man da Nukleinsäuren rausbekommt. Und das hat die bei der NASA interessiert, weil es dort ein Astrobiology-Projekt gibt. Hier kann man realitätsnahe Simulationen erleben. Wer in diesem Fahrsimulator sitzt, bekommt physischen Stress, denn der Fahrer wird gefährlichen Fahrsituationen ausgesetzt. Der Sitz kippt dabei nach vorne oder zur Seite und der Fahrer ist gezwungen, intuitiv zu reagieren, wenn das Fahrzeug zum Beispiel in einer Kurve ausbricht. Dabei werden seine Herzfrequenz und der Hautwiderstand gemessen und aufgezeichnet. Automotive Interaction Science heißt das Forschungsprojekt der Medieninformatik in Mittweida. Studierende sollen nicht nur eine immersive Fahrsimulation erleben, sondern auch mit den aufgezeichneten Daten arbeiten. Fehlverhalten wie ein zu später Bremspunkt oder ein falsches Lenkverhalten werden analysiert und ausgewertet. Ziel dabei ist es, kritische Fahrstrecken zu erkennen und im nächsten Schritt das Fahrverhalten zu verbessern. So, wie sie später im Berufsleben auch erwartet wird. Etwa in der Automobilindustrie, bei der Fahrzeugerprobung oder im professionellen Motorsport bei Fahrtrainings. Hier in der virtuellen Welt haben wir deutlich mehr Möglichkeiten. Wir können also wirklich sagen, wir lassen die Studenten, also die Mitarbeiter über einen längeren Zeitraum fahren, in unterschiedlichen Sessions,
und analysieren die Daten und können dann wie in einem teuren Individualcoaching von einer Motorsportveranstaltung über Tage, Wochen hinweg Fahrverhalten analysieren, verbessern und wir können natürlich auch im Umkehrschluss mit den Erfahrungen der Studenten unsere Simulationen besser machen. Denn was wir im Hintergrund sehen, wie gesagt, ist ja ein Zusammenspiel von unterschiedlichen Hardware- und Softwarekomponenten. Und es muss natürlich Ziel sein, dass das Immersionslevel, sprich das Gefühl, möglichst tief in dieses Fahrerlebnis einzutauchen, das muss optimiert werden, muss maximiert werden. Und dazu muss sowohl die Software mitspielen, die ganze Telemetriedatenausgabe muss funktionieren, die Aktuatoren, die jetzt hier diese Motion-Profile abbilden, müssen ordentlich funktionieren. Und im nächsten Schritt natürlich auch die virtuelle Realität, sprich unsere VR-Brille, unsere Headsets, die wir dann aufhaben, die kommen natürlich noch dann hinzu. Die haben bis heute für die Menge an Studenten nicht mit in Betrieb genommen. Marc Ritter ist Initiator des Forschungsprojektes. Für Interaction Science hat sich der Professor internationale Verstärkung geholt. Katie Berner ist Professorin an der Indiana University in Bloomington und Expertin auf dem Gebiet der Datenanalyse. Sie berät und unterstützt die Studierenden in der Datenvisualisierung. Also was hier ganz gut gemacht ist, dass die Studenten wirklich alles mitkriegen, wie die Daten erhoben werden, wie der Hardware-Setup ist, welche Softwarepakete existieren und wie dann auch Entscheidungen getroffen werden können auf der Grundlage der Daten. Wie gesagt, der Fahrzeugsimulator, der hier existiert, ist super. Studenten hatten ganz viel Spaß, da auch ihre eigenen Daten zu generieren. Einige konnten es gar nicht lassen und sind dann noch viele, viele Runden gefahren. Die ganzen Daten, wie gesagt, wurden zur Verfügung gestellt dem Studenten, sodass sie sich auch untereinander vergleichen können. Alles beginnt mit einer Leiche. Nicht nur sonntags im Tatort ist das so, neuerdings auch in der Hochschule Mittweida. Nun gut, von der Leiche ist nicht mehr viel übrig, nur noch der Schädel. Aber genau das ist die Herausforderung für den heutigen Seminartag. Ja, das ist ein echter Menschenschädel aus den 90er Jahren. Und das Opfer bzw. die Leiche wurde im Wald aufgefunden damals. Schon aufgrund der längeren Leicheliegezeit stark Frailness verändert. Jetzt sind die Computerspezialisten am Zug. Wer ist dieser Mensch? Wie sah er zu Lebzeiten aus? Die digitale Gesichtsrekonstruktion steht an, ein Teilbereich des neuen Studiengangs Allgemeine und digitale Forensik. Dafür arbeitet die Hochschule eng mit den Ermittlungsbehörden zusammen. Unsere Kooperation geht dahin, dass wir aus der Staatsanwaltschaft Chemnitz Daten bekommen, reale Daten, mit denen wir sozusagen unsere Methoden wissenschaftlich weiterentwickeln können. Das ist ein Riesengimmick, das hat keiner momentan, sogar weltweit, glaube ich, gibt es nicht viele, die auf so eine Kooperation zurückgreifen können. Ja, und da besteht also unser großer Vorteil eigentlich drin. Cyberkriminalität, Verbrechen im Internet, auch das ist längst Realität in unserer vernetzten Welt. Deshalb wird die digitale Spurensuche für die Polizei immer wichtiger. Wir brauchen für diesen Bereich absolute Spezialisten, und zwar die das studiert haben, die damit umgehen können, um einigermaßen auf
Niveau zu kommen mit denen, die uns die Straftaten bereiten. Im kommenden Wintersemester sollen die ersten 25 Studenten anfangen. Vorab werden Kriminalisten der Polizeidirektion Chemnitz weitergebildet. Es gibt innerhalb der Polizei eine ganze Menge Fortbildungsangebote. Aber das, was uns Mitweiter jetzt eröffnet, erweitert natürlich unheimlich den Horizont. Voneinander lernen, um besser zu sein als die schlauesten Täter. Unser Opfer, ein Mann übrigens, sah mal so aus. Circa 22 Jahre alt, Todesursache höchstwahrscheinlich Suizid.